Der ETL-Prozess dient in der Business Intelligence dazu, Daten aus verschiedenen Informationssystemen zu sammeln und syntaktisch sowie semantisch zu vereinen, um sie gemeinsam in das Data Warehouse zu laden und somit für Benutzerabfragen verfügbar zu machen. ETL ist dabei das Akronym für Extraktion, Transformation und Load. Diese drei sind die drei Prozesse des ETL-Prozesses. Bei der Extraktion werden die benötigten Daten aus den Informationsquellen geladen. Die Quellen können unterschiedliche Informationssysteme mit verschiedenen Datenformaten und Strukturen sein, wie zum Beispiel Datenbanken verschiedener Anbieter, Excel-Dateien und externe Daten wie Aktienkurse. Während der Schematransformation werden die Quelldaten an das Schema des Arbeitsbereichs angepasst. Um die neuesten Daten aus den Quellen zu bekommen, muss die Extraktion regelmäßig stattfinden. Die synchrone Extraktion sorgt dafür, dass jede Veränderung der Quelldaten sofort in das Data Warehouse übernommen wird. Die asynchrone Extraktion wird in drei Varianten unterteilt. Bei der periodischen Extraktion werden die Quellen in regelmäßigen zeitlichen Abständen abgefragt. Die ereignisgesteuerte Extraktion sorgt für eine Aktualisierung der Daten nach einem bestimmten Ereignis, also zum Beispiel nach 5 Änderungen in den Quelldaten. Die dritte Variante ist die anfragegesteuerte Extraktion, bei der die Daten nur auf Anfrage aus dem Quellsystem extrahiert werden. Der zweite Teilprozess des ETL-Prozesses ist der Transformationsprozess. Dieser kann wiederum in die 4 Teilprozesse Filterung, Harmonisierung, Aggregation und Anreicherung gegliedert werden. Bei der Filterung werden 2 Arten von Mängeln bereinigt. Die syntaktischen Mängel sind formelle Mängel der codetechnischen Darstellung. Semantische Mängel sind hingegen Mängel auf der betriebswirtschaftlichen Ebene. Des Weiteren kann man Mängel in 3 Klassen einteilen. Mängel der Klasse 1 sind Mängel, welche automatisch erkannt und auch automatisch behoben werden können. Wenn zum Beispiel in einer Datenreihe ein Wert fehlt, kann dieser durch die Mittelwertbildung der umgebenden Werte ergänzt werden. Mängel zweiter Klasse lassen sich ebenso automatisch erkennen, müssen aber manuell korrigiert werden. In diese Klasse fallen zum Beispiel Ausreißerwerte. Mängel der Klasse 3 können nur durch manuelle Durchsicht gefunden und auch nur per Hand korrigiert werden. Der zweite Prozess innerhalb des Transformationsprozesses ist die Harmonisierung. Grundsätzlich sollen bei der Harmonisierung Werte zusammengeführt und vereinheitlicht werden. Bei der syntaktischen Harmonisierung werden zum Beispiel Schlüssel des Harmonien aufgelöst. Auch unterschiedliche Codierungen, wie zum Beispiel die Bezeichnung von männlich und weiblich, mit M oder W oder 0 oder 1, werden vereinheitlicht. Synonyme werden auf einen Wert festgelegt, das heißt Begriffe wie Mitarbeiter und Personal werden nicht mehr simultan verwendet. Zuletzt werden auch Homonyme gelöst. Ein Beispiel für ein Homonym ist das Attribut Partner. Ein Partner kann sowohl ein Lieferant als auch ein Kunde sein und muss deshalb in allen Daten gleichbedeutend verwendet werden. Betriebswirtschaftliche Harmonisierung beinhaltet zum einen die Vereinheitlichung von Währungen und zum anderen die Wahl der Granularität, also des Detaillierungsgrades. Betriebswirtschaftlich betrachtet heißt das zum Beispiel die Wahl zwischen tagesaktuellen oder über die Woche summierten Daten. Nach der Harmonisierung erfolgt die Aggregation. Hier werden die gefilterten und harmonisierten Daten verdichtet. Das heißt, eine Hierarchie wie Gesamt, Kundengruppe 1, Kundengruppe 2, Kunde 1, Kunde 2, Kunde 3 wird etabliert. Bei der Anreicherung werden zuletzt gewünschte betriebswirtschaftliche Kennziffern berechnet, wie den Umsatz nach Region, nach Land, pro Monat, pro Jahr oder verschiedene Kennziffern zu den Retouren. Der Load-Prozess schließt den ETL-Prozess letztendlich ab. Hier werden die Daten aus dem Arbeitsprozess in das Data Warehouse geladen. Eine Versionshistorie ist hier sinnvoll, damit Änderungen protokolliert werden und auf frühere Daten, wenn notwendig, zugegriffen werden kann. Um die Datenstruktur wiederum an das Data Warehouse anzupassen, findet hier auch eine Schematransformation statt. Im besten Fall wird das Data Warehouse während des Einladens der neuen Daten nur sehr kurz blockiert.